Hallo zu einem weiteren Video der Profi-Amateure. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus einer normalen SIM-Karte eine Mikro- bzw. eine Nano-SIM-Karte macht. Folgender Fall: Ihr bestellt euch ein neues Handy, habt noch so eine normale SIM-Karte daheim rumliegen. Im neuen Handy wird die nicht akzeptiert, da braucht ihr eine kleinere. Muss man nicht extra eine bestellen beim Anbieter, sondern kann die sich einfach selbst herstellen. So, ich habe mal so eine normale SIM-Karte mitgebracht, so wie die jeder kennt. Vielleicht habt ihr sie auch für euch. Meistens ist es so, dass die schon Sollbruchstellen hat, wie man es hier eben gut sieht. Dann kann man sie schön aus der Fassung raustrennen. Da können wir eben aus der SIM-Karte eine Micro-SIM-Karte machen. Um dann eine Nano-SIM-Karte aus der Karte zu machen, müssen wir das Ganze mit einer Schere dann noch kleiner schneiden, aber dazu gleich. Es sei gesagt, ganz wichtig ist, egal ob normale SIM-Karte, Micro- oder Nano-SIM-Karte, ich habe hier immer so eine schräge Ecke. Die muss, egal bei welchem SIM-Kartenformat, immer berücksichtigt werden. Hier zur Micro-SIM-Karte, hier sieht man schon, da ist die natürlich mit drin. Da ist es ganz einfach, wir müssen einfach die Karte an den Sollbruchstellen rauslösen. Aber bei der Nano-SIM-Karte wird es dann wichtig, die Ecke müssen wir eben dann selber mit der Schere richtig schneiden an der richtigen Stelle. So, zunächst erstmal breche ich jetzt diese Micro-SIM-Karte raus. Hier schon mal die Nano-SIM-Karte nebendran. Okay, das gestaltet sich ziemlich einfach. Ich gehe einfach her zu den Sollbruchstellen, drücke da ein bisschen dagegen, bis es knackst. So, knacks, knacks. Die alte Fassung brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir eben die Micro-SIM-Karte. Ist jetzt so groß. Und hier nebendran habe ich jetzt schon mal gelegt im Vergleich die Nano-SIM-Karte. Das ist also wirklich nur noch der Chip selber. Und den können wir eigentlich ganz einfach mit der Schere rausschneiden. Das einzig Wichtigste ist eben, sich zu merken, diese Ecke hier. Die muss also unbedingt auch für die Nano-SIM-Karte geschnitten werden. Hier sieht man schon. Hier habe ich die Ecke auch mit abgeschnitten. Hier sind überall Spitzen und hier ist das Ganze abgeschnitten. Das muss also unbedingt sein, sonst passt das Ganze nicht in die Halterung dafür. So, ich gehe jetzt einfach mal her. Wir schneiden ganz einfach hier am Rand am Chip entlang. Das Goldene dürfen wir auf keinen Fall einschneiden. Am besten immer noch ein bisschen Abstand lassen von dem goldenen Chip, damit auch ihr den bloß nicht erwischt. Ansonsten hier schön eng am Chip vorbeischneiden. Da kann auch ruhig noch ein bisschen Spiel sein, also das kann man nachträglich noch ein bisschen schöner machen. Die Seite mit dem Chip würde ich als letzte bearbeiten, da kann man sich einfach gut merken, wo der Chip jetzt ist. Hier muss nicht viel weg, da muss man gut aufpassen auf dieser Seite. Falls ihr beim Zuschneiden doch den gelben Chip treffen solltet, probiert erstmal aus, ob es vielleicht doch geht. Es kann sein, dass ihr nichts Wichtiges kaputt gemacht habt. Aber ansonsten müsst ihr halt dann doch wirklich nochmal eine bestellen. So, jetzt wie gesagt, kommen wir langsam zu unserer Ecke. Hier gehen wir jetzt einfach her und schneiden das Ganze schräg. So, die Ecke ist auf jeden Fall drin. Das können wir dann noch ein bisschen nachschneiden eventuell. Hier noch. Schön vorsichtig. So. Die Ecke ist auf jeden Fall da. Das passt. Habe ich gleich gut hingekriegt. Und hier das Weiße, das kann einfach alles weg. So. Hier nochmal nachschneiden. Gut. Das war es eigentlich auch schon. Nur nochmal, um es euch zu zeigen. Ich selbst brauche für mein Handy eben auch so eine Nano-SIM-Karte. Die habe ich mir auch selber zugeschnitten. Und es passt wirklich ohne Probleme hier rein. Das ist jetzt meine eigene. Ich kann jetzt mal die hier nehmen. Immer darauf achten, wo ist diese Ecke, weil in der Halterung ist diese Ecke auch extra freigehalten. Und daran kann man eben ganz leicht sehen, wie man sie einsetzen muss. In dem Fall ist sie hier. Und dann einfach die SIM-Karte in euer Handy einlegen. Das war es auch schon. Solltet ihr
Fragen haben hinsichtlich solcher Videos oder zu anderen Sachen, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir machen es gern für euch. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video, eure Profi-Amateure. Dankeschön.